Hier ist ein Video, das ich schon lange hochladen wollte. Ich habe es ursprünglich für einen meiner Online-Kurse gemacht. Es geht um den Infinitiv mit zu. Und wenn ihr Teil 1 noch nicht kennt, Teil 1 ist schon lange auf YouTube, dann könnt ihr, ich weiß nicht genau wo, das kleine i klicken, entweder rechts oder links von mir. Da findet ihr Teil 1. Wenn ihr Teil 1 aber schon kennt, dann kann es gleich weitergehen. Hier ist Teil 2. In diesem Video geht es um den Infinitiv mit zu nach Adjektiven. Auch hier gibt es zuerst eine kurze Erklärung und dann machen wir ein Training. Der praktische Nutzen dieses Videos ist, Sie können sagen, wie Sie etwas finden. Zum Beispiel, ich finde es schön, im See zu schwimmen. Es geht also um den Gebrauch des Infinitivs mit zu nach Adjektiven. So ein Adjektiv ist zum Beispiel schön. Käthe und Karl finden es schön, in Zürich Urlaub zu machen. Oft stehen die Adjektive in Verbindung mit dem Verb finden. Also zum Beispiel, Käthe und Karl finden es schön oder interessant. Oder sie finden es toll oder wunderbar oder lustig, in Zürich Urlaub zu machen. Manchmal steht das Adjektiv aber auch nach einem unpersönlichen Ausdruck. Zum Beispiel, es ist schön, in Zürich Urlaub zu machen. Es ist schön ist ein unpersönlicher Ausdruck mit S. Langweilig. Sophie findet es langweilig, ins Museum zu gehen. Es ist langweilig, ins Museum zu gehen. Interessant. Herr Müller findet es interessant, die Nachrichten zu sehen. Unpersönlich heißt es dann, es ist interessant, die Nachrichten zu sehen. Anstrengend. Michael findet es anstrengend, in der Sonne zu wandern. Es ist anstrengend, in der Sonne zu wandern. Schwierig. Ella findet es schwierig, einen Handstand zu machen. Es ist schwierig, einen Handstand zu machen. Leicht. Mohammed findet es leicht, Deutsch zu lernen. Es ist leicht, Deutsch zu lernen. Sinnlos. Die Lehrerin findet es sinnlos, jedes Wort zu übersetzen. Es ist sinnlos, jedes Wort zu übersetzen. Bei den folgenden Adjektiven kann man nur den unpersönlichen Ausdruck verwenden. Verboten. Es ist verboten, die Gleise zu betreten. Genauso erlaubt. Es ist erlaubt, hier zu rauchen. Oder gesund. Es ist gesund, Äpfel zu essen. Alles okay? Dann machen wir jetzt ein Training und verwenden den Infinitiv mit zu nach Adjektiven. Wir sprechen über das Thema Urlaub und stellen Ja-Nein-Fragen. Stoppen Sie das Video bei diesem Zeichen und sprechen Sie die Frage laut. Beispiel. Ist es für dich wichtig, im Urlaub faulenzen? Ist es für dich wichtig, im Urlaub zu faulenzen? Es gibt insgesamt 10 Übungssätze. Findest du es toll, im Urlaub ins Museum gehen?
Findest du es toll, im Urlaub ins Museum zu gehen? Findest du es gut, sich im Urlaub ausruhen? Findest du es gut, dich im Urlaub auszuruhen? Findest du es schwierig, im Urlaub Einheimische kennenlernen? Einheimische, das sind Leute, die am Urlaubsort wohnen oder zu Hause sind. Findest du es schwierig, im Urlaub Einheimische kennenzulernen? Findest du es interessant, im Urlaub neue Städte besuchen? Findest du es interessant, im Urlaub neue Städte zu besuchen? Ist es gut, im Urlaub die Landessprache sprechen? Ist es gut, im Urlaub die Landessprache zu sprechen? Ist es verboten, in Spanien am Strand nackt baden? Nackt, das heißt ohne Kleider, also auch ohne Bikini, Badeanzug oder Badehose. Ist es verboten, in Spanien am Strand nackt zu baden? Ist es anstrengend, Aktivurlaub in den Bergen machen? Ist es anstrengend, Aktivurlaub in den Bergen zu machen? Ist es teuer, auf die Malediven fliegen? Ist es teuer, auf die Malediven zu fliegen? Ist es okay, am Strand in der prallen Sonne liegen? In der prallen Sonne liegen, das heißt direkt in der Sonne liegen. Ist es okay, am Strand in der prallen Sonne zu liegen? Und jetzt kommt der letzte Satz. Ist es nicht erlaubt, bei Sturmwarnung im Meer baden? Ist es nicht erlaubt, bei Sturmwarnung im Meer zu baden? Ja, und auch heute habe ich eine kleine Frage für euch. Und zwar möchte ich gerne wissen, was findet ihr in Zeiten von Corona schwierig? Ich mache ein Beispiel. Also ich zum Beispiel finde es schwierig, immer zu Hause zu bleiben. Was findet ihr schwierig? Schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Ja, und am Wochenende geht es weiter mit Teil 3. Und dann geht es um den Infinitiv mit zu nach Nomen.